Grill Show fans, welcome to the Chinese Grill Show Burger Revolution! Ha ha ha! Oh, Johnny, your burgers make me so high! Hallo Leute, Grill auf, Öl heiß, Thunfischsteaks oder sagen wir die Medaillons. 4 Stück rein, von jeder Seite circa 2 bis 3 Minuten, je nach Dicke. Also ich hatte es 3 Minuten drauf, ne? Deckel zu und seht ihr, wie es quant, es zischt. Richtig heiß machen das Ding. Aufmachen, schnell umdrehen nach 3 Minuten. Wunderbar, die sehen richtig schön knusprig aus. Perfekt. So, wieder 3 Minuten. Aber wer schmeißt natürlich noch einen Käse oben drauf? Johnnys Thunfischburger wartet. So, 3 Minuten später Käse geschmolzen. Fisch fertig, ne? Runter damit. Runter damit, ab auf den Teller damit. Oh, it burns. Wie aus dem Trailer, Leute. Das war die Szene. So, oben drauf, genau, da sah man ein bisschen, dass das richtig schön lecker aussieht. Und hier, ja, perfekt. Ja, genau, da sind sie, unsere 4 Geräte, 4 Dinger, super. Und hier Burger einfach da drauf schmeißen, ein paar Minuten angrillen und zack, Mayo drauf. Wow, ein Salatblättchen, ein bisschen, nicht so viel. Und jetzt hier, da muss ich ein bisschen basteln hier. 2 passen super drauf. 3 auch noch, aber jetzt der 4. Scheiße, da rutscht schon wieder einer runter. Und jetzt hier, links, rechts, zack. Ja, so ungefähr hat er den Heben noch ein bisschen an. Da drauf. Und jetzt hier noch ein bisschen Pfeffer. Ein bisschen Chili, Pulver oder Flocken, sagen wir mal. Auch ein bisschen drauf, dazu gepackt. Und Zwiebelringe dürfen nicht fehlen beim Thunfischgerät. Und nun ein bisschen Mayo ins Brötchen hier, genau. Und ein bisschen... bisschen Senf, den Goldpörnigen, natürlich wieder, ne, wie immer, und dann zack, oben drauf. Oh, der ist richtig super geworden. Oh, jetzt hier ein paar geile Nahaufnahmen. Oh, Zwiebel. Oh, das Thunfischsteak. Oh, Leute, das ist mal richtig geiles Gerät. Ja, genau. Das Rezept hier nehmen, seht ihr es. Also Boys and Girls, ballert's euch rein. Und gleich gibt's natürlich noch einen kleinen Ausblick, was man sich so noch reinziehen kann, bis es morgen wird, ne? Freunde, das dauert natürlich immer ein bisschen. Zum Beispiel so wie jetzt. Da ist es auch schon. Eine schöne Wildschwein-Drehspießbratengerät-Keule, was auch immer. Und die Bacon-Explosion. Die darf nirgendwo fehlen auf dem Grill. Die könnt ihr euch nochmal einziehen für morgen, ne? Oder auch nicht. Vielleicht kennt ihr sie ja schon. Also ich sage bis morgen, Leute. Ach nee, scheiße. Was hatte ich denn bis morgen hier? Hiernach kommt ja natürlich gleich noch eine Veggie-Folge, ne? Die habe ich ja schon fast vergessen. Aber die haben wir jetzt so einfach dazwischen geschoben für euch. Freunde, ballert euch rein. Bis morgen. Ciao. Und viel Spaß bei der Veggie-Folge. Veggie.